Überschrift: Ein Terroristenauto vollgepackt mit Drogen. Punkt 19 Uhr. Ich hatte in der Zwischenzeit so manches weitere kühle Bier getrunken. Stand Marie vor mir und sagte, dass sie den reparierten Wagen dabei hätte und wir zum Müggelsee aufbrechen könnten. Wie, du kannst fahren? Fragte ich leicht irritiert. Aber klar, du weißt doch, ich trinke keinen Alkohol. Stimmt, Madame. Einer der neu kennengelernten Rewa. Ich mache die Stimmen ganz beliebig, das ist Hauptsache mit Herz, nicht? Das ist ganz wichtig. Pablo wollte uns begleiten und so verließen wir zu dritt den Club der Visionäre. Direkt vor dem Laden stand ein alter, ziemlich verranzter Ford Fiesta, der mich ein wenig an den Wagen meiner Schwester erinnerte, mit dem ich als 18-jähriger Führerschein-Neuling erste Testfahrten unternommen hatte, wobei sich damals sofort herausstellte, dass Autofahren wohl nie zu meinen besonderen Begabungen gehören würde. Vielmehr grenzt es an ein Wunder, dass ich die Fahrprüfung, wenn auch erst im zweiten Anlauf, bestanden hatte. So schaffte ich es im Verlauf der ersten beiden Wochen nach Abschluss der Prüfung, 4 Unfälle zu verursachen und in diesem Zuge den Wagen meiner Schwester sowie dem meines Vaters einer Korrektur der Karosserie zu erziehen, ziehen, die das Aussehen der beiden Fahrbahn untersetzt nicht gerade zum Besseren veränderte. Marie, Pablo und ich verließen also den Club der Visionäre und Marie öffnete die Türen ihres roten Fiestas, woraufhin wir einstiegen. Nicht nur, dass die Karre nur von außen eher wenig vertrauenserweckend aussah, nein, was sich uns im Inneren für einen Anblick bot, war ein Bild für die Götter. Der Boden des Wagens war übersät mit leeren Bierflaschen, Kippenschachteln und auch sonst allerlei Unrat, wie alten ölverschmierten Putzlappen. Dazwischen fand ich im Beifahrerfußraum eine Sprühschablone mit dem Slogan Köpi bleibt und eine angebrochene Farbsprühdose. Nachdem ich auf dem Beifahrersitz Platz genommen und Pablo sich auf der Rückbank bequem gemacht hatte, fuhren wir los in Richtung Müggelsee. Kaum hatten wir Kreuzberg verlassen, fiel mir auf, dass wir schon längere Zeit keinerlei Erfrischung in Pulverform mehr zu uns genommen hatten. Weshalb ich Marie fragte, hast du noch Speed dabei? Ich glaube, ich baue langsam ab und könnte ein wenig Nachschub vertragen. Schau ins Handschuhfach, da müssen eine Menge Pep und alles, was du zum Bauen brauchst, liegen. Ich öffnete das Handschuhfach und traute meinen Augen kaum. Darin lag eine CD-Hülle, die unübersehbar schon des Öfteren als Unterlage hatte herhalten müssen. Ein Stück von einem Strohhalm, eine abgelaufene Krankenkassenkarte und ein wirklich stattliches Päckchen mit weißem Pulver. Alles in allem, also eine recht unmissverständliche Kombination. Wie viel ist das? Fragte ich mit großen Augen. Müssen so um die 20 Gramm sein. Legst du mir eine mit und wie sieht's mit dir aus, Pablo? Gerne, antwortete dieser, woraufhin ich die CD-Hülle auf meinem Schoß platzierte, einen kleinen Berg Amphetamin darauf schüttete und mit der Karte 3 etwa gleich große Lines zog, nachdem ich den Berg klein gehackt hatte. An der nächsten roten Ampel hielt ich die Hülle in unsere Mitte und reichte jedem nacheinander den Strohhalm zum Ziehen. Da die Strecke zum Müggelsee nicht gerade die kürzeste war, wiederholte sich dieses Szenario in regelmäßigen Abständen, während wir langsam aber sicher den Innenstadtbereich von Berlin hinter uns ließen und die Häuser immer weniger, die Bäume dafür umso mehr wurden. Weit konnte es nicht mehr sein. Wir sahen die ersten Rewa-Grüppchen am Waldrand entlanglaufen, als plötzlich Maries Telefon klingelte. Da Sicherheit im Straßenverkehr absoluten Vorrang hat, nahm ich ihr auf dem Armaturenbrett liegendes Handy, drückte den Anruf-Annehmen-Knopf und meldete mich mit: Hallo, ihr Sorsum. Marie fährt gerade und kann deshalb im Moment nicht telefonieren. Eine sehr tiefe Männerstimme antwortete: Hi, Horst hier. Ihr seid gerade an mir vorbeigefahren. Ich bin mit meinem Wagen liegen geblieben, weil mein Sprit alle ist. Kannst du Marie fragen, ob sie einen Ersatzkanister dabei hat? Klar, Moment, Marie, Horst ist dran und fragt, ob du einen Ersatzkanister dabei hast. Er ist nämlich mit seinem Wagen liegen geblieben und hat uns gerade vorbeifahren sehen. Habe ich nicht. Aber frag ihn, ob er einen leeren hat, dann können wir den bei ihm abholen und Benzin besorgen fahren. Marie sagt, ja, keiner, aber wenn du einen leeren hast, können wir den Weg auf dem Weg zum Tage einsammeln. Du, weil ihr seid spitze. Wenn ihr umdreht, stehe ich auf der linken Seite. Bis gleich. Bis gleich. Das war zu viel für unseren Mitfahrer, der daraufhin ausstieg und uns viel Glück wünschte. Eventuell würden wir ihn ja später auf dem Rev am See wieder treffen, fügte er mit bedeutungsschwangerem Blick hinzu. Wir wendeten. Nach etwa 500 Meter sahen wir Horst mit einem 5-Liter-Kanister in der Hand winkend am Straßenrand stehen und hielten an. Oh, ihr seid wirklich die Besten, sagte er, als er mit dem Kanister und einen 10-Euro-Schein durchs offene Fenster reichte. Die nächste Tankstelle ist nicht weit, also bis gleich. Bis gleich. Wir fuhren weiter und sahen nach knapp einem Kilometer linker Hand eine Tankstelle.
Leider bemerken wir diese so spät, dass Marie im doch relativ dichten Samstagabendverkehr einen ziemlich gewagten Spurenwechsel absolvieren musste. Sie meint jedoch: Kein Problem, der Wagen ist nicht in Berlin gemeldet. Die anderen Fahrer werden uns für Touristen halten und deshalb nachsichtiger sein. Klingt logisch, antwortete ich. Und wir bogen in die Tankstelle ein. Wir hielten an einer Zapfsäule und stiegen aus. Als ich gerade dabei war, die Kanister aufzuschrauben, hörte ich Marie aufschreien. Ach du Scheiße, komm mal her! Ich ging zum Kofferraum des Wagens, wo Marie stand, folgte mit den Augen ihrem Finger, der auf etwas zeigte, und musste erstmal heftig schlucken. Oh shit, war das Einzige, was sie herausbrachte, während folgender Film von meinem inneren Auge ablief. Ein junges, glückliches Räderpärchen fährt, nachdem es schon seit Freitagabend auf etlichen Feierlichkeiten zu Gast war, und nicht zuletzt deshalb allerlei wunderlich wirkende Mittelchen konsumiert hatte, an einem sommerlich warmen Samstag in einem geliehenen, ziemlich warmen und zugemüllten Wagen zu einer schönen Musikveranstaltung an einem idyllisch gelegenen See im Berliner Umland. Im Inneren des Wagens befinden sich neben dem übernächtigen Pärchen eine strafrechtlich nicht gerade unrelevante Menge Drogen sowie Utensilien zur Solidaritätsbekundung mit einem linksradikalen Hausprojekt. Aus purer Menschenfreundlichkeit erklärt sich das gut gelaunte Pärchen bereit, einen in Not geratenen Freund einen Kanister Benzin mitzubringen, ohne zu ahnen, dass dieses in Kombination mit der stattlichen Anzahl leerer Flaschen und ölverschmierter Lappen im Wageninneren durchaus bei einer Polizeikontrolle für Missverständnisse ungeahnten Ausmaßes sorgen könnte. Unser Paar blieb entspannt, zumal die Berliner Polizei nicht unbedingt dafür bekannt ist, weil das junge Pärchen in, wenn auch runtergerockten Audios anzuhalten, was unserem Paar vermutlich auch niemals passieren würde, gäbe es dem etwas gewagten Fahrstil nicht ein klitzekleines Problemchen, das die Aufmerksamkeit der Schutzmänner fast schon gezwungenermaßen auf die beiden lenken würde. Punkt, Punkt, Punkt. Ich hab vergessen, die scheiß Nummernschilder anzuschrauben, holte mich Marie aus meinem etwas skurrilen Tagtraum zurück, der selbst J.D. aus der beliebten Serie Scraps in Ehre gemacht hätte. Wären wir so angehalten und kontrolliert worden, hätte ich die Produktion des neuen Egotronic-Albums erstmal vergessen können. Stattdessen wären wir jetzt vermutlich muskelbepackte, von oben bis unten tätowierte Knackis, die durch die Verkettung einiger unglücklicher Umstände einem Missverständnis zum Opfer gefallen waren. Wir hatten es schließlich nicht so gemeint und wollten nur helfen. Hast du sie wenigstens dabei? Erwiderte ich halb stammelnd, halb lachend. Ja, im Kofferraum. Ich fragte mal in der Tanke, ob sie vielleicht ein Traumtier haben. Sie hatten und so konnte Marie zumindest das hintere Nummernschild anschrauben. Beim Vorderen fehlten die dazugehörigen Schrauben und sie klemmte es hinter die Windschutzscheibe. Nachdem wir den Kanister betankt, bezahlt und den Schraubenzieher wieder zurückgegeben hatten, machten wir uns sofort auf den Weg. Wir wollten schnellstmöglich das Benzin abgeben und dann endlich im See ein erfrischendes Bad nehmen und im entspannten Ambiente eines gemütlichen Open-Air-Raves tanzen. Das hatten wir uns nach dieser Aktion nur wo redlich verdient, ne?